wunderschönen guten Tag. Es ist Sonntag und Donne kommt. Wie immer. Mit deiner Schürze. Gut, nichts Besonderes. Wir haben heute mal den Stuhl mitgenommen, das machen wir aber nicht wieder. Ist uns zu anstrengend, das jetzt mal rumzuschleppen. Aber wie man sieht, ist es halt einfach wirklich bequem. Besser als das Bettchen. Jetzt schläft er halt. Ja, wieso? Kannst du ihn doch runter machen, dann hat er auch einen geraden Rücken. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon Montag. Muss ich mal umsteigen? Montag. Es ist jetzt 8:45. Ich muss heute mit Opa um 11 in Köthen sein. Der hat einen Arzttermin. Und deswegen muss ich in einer Stunde ungefähr schon bei Opa sein. Der Kind schläft, der war um 6 dran. Und jetzt schläft er noch in meinem Schlafzimmer, weil er halt noch, weil wir noch ein bisschen gekuschelt haben. Und dann ist er halt noch eingeschlafen. Jetzt lasse ich ihn auch liegen und schlafen. Ich mache gerade noch alles fertig, damit ich das in der Stunde nicht machen muss. Und dann muss ich hier noch ein bisschen aufräumen, denn Daniel hat gestern gebacken und hat alles einfach stehen lassen. Gut, ich sehe schon, er hat heute früh noch Zucker und Mehl und sowas alles weggepackt. Und na gut, will ich mal nicht so sein. Aber ich muss noch den Spüler ausräumen und noch ein bisschen das reinräumen, was jetzt noch da ist. Ich habe schon alles vorbereitet für nachher, damit ich das nicht machen muss. Ich will nämlich seine große Tasche nicht mitnehmen. Ich will nur meine Handtasche mitnehmen, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu stressig. Den Opa, den Kleinen und dann noch so eine große Tasche. Und deswegen habe ich meine Handtasche jetzt fertig gemacht. Da habe ich so mein Portemonnaie, ein Spucktuch, Windeln, Zweier und eine Wickelunterlage. Ein Akku-Pack für mein Handy. Dann mache ich immer Desinfektionsmittel hier für die Hände. Ein bisschen was zum Naschen. Und das muss ich jetzt aber alles nochmal rausmachen, weil ich habe das eben ein bisschen schlecht gepackt. Ich muss nämlich noch eine Flasche einpacken. Ich habe jetzt die kleinste mitgenommen. Aber da sind immer noch 150 dran. Also was man reinmachen kann. Hier habe ich zwei Mahlzeiten, also jeweils 150. Dann sein Wasser habe ich gerade aufgekocht und ein Wechselbody. Also wir wechseln ihn eigentlich kaum die Sachen unterwegs, weil das irgendwie nie braucht. Oder Windelwechseln allgemein ist bei ihm fast nie. Also fast nie, was heißt fast nie? Er macht sich halt nie so in die Hose, dass das jetzt überläuft oder so. Wir passen da irgendwie schon ein bisschen auf und der ist nicht so, ja. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch in der Stunde was essen. Lea, die chillt hier mit ihren Knochen. Der Kleine wird eh gleich wach, dann will er ein bisschen spielen. Er ist dann immer ein bisschen nicht essen, sondern beschäftige sich. Und zurzeit liegt er ungern unter seinem Spielebogen, was ich sehr schade finde. Weil wir haben den ja eigentlich extra geholt. Er mag es am liebsten eine Weile auf dem Bauch liegen und dann will er sich umdrehen und dann will er hochgehoben werden und rumgetragen und rumgucken und alles das machen. Zugucken, was die Mama alles macht oder der Papa. Ist natürlich ganz interessant. Das funktioniert aber nicht, weil das Tragetuch geht ja nicht nach vorne. Und das darf man, glaube ich, erst das Baby nach vorne machen, wenn es sitzen kann, glaube ich zumindest. Also ich würde es noch nicht machen. Ich würde mich da erst informieren wollen. Ich glaube, erst wenn die sitzen dürfen, dürfen die nach vorne getragen werden. Aber ich glaube, das würde ihm sehr gefallen. Aber der Kinderarzt hatte schon gesagt, dass das häufiger vorkommt, dass er selber stehen möchte. Also klar, mit Festhalten, aber dass er halt weit oben sein will, weil er halt alles sehen möchte. Alles klar. Ganz verstanden. Super. Ja, auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal alles aufräumen. Ich habe schon sein Essen rausgebracht, was ich nachher essen möchte, was er nachher essen tut. Sein Brei. Gestern waren wir beim Opa, da habe ich fürs Wochenende habe ich so ein Gläschen geholt mit Karotten, Frühkarottenbrei. Aber das ist genau dasselbe, was ich sonst auch immer mache. Und ich war gestern am Wochenende einfach zu faul, das mitzunehmen.
Gestern hat er übrigens fast ein ganzes Gläschen gegessen, was ich ziemlich erstaunlich fand für sein Alter. Weil eigentlich bekommen die ja noch gar kein Brei. Also man soll halt bis zur 17. Woche warten. Er ist jetzt in der 17. Woche, aber er ist erst 16 Wochen alt. Also, wisst ihr, was ich meine? Also erst nächste Woche, erst 4 Monate. Ich habe das gestern erst so richtig realisieren müssen. Aber unsere Hebamme hat ja gesagt, dass das nicht so schlimm wäre und dass ich ihm jetzt schon freigeben könnte. Haben wir ja jetzt auch gemacht, jeden Tag, und das klappt eigentlich ganz gut. Er hat nur noch nicht dieses, also er guckt uns auch gerne zu, wenn wir essen. Also er hat schon dieses Interesse am Essen und er nimmt auch vieles im Mund und erforscht auch vieles. Und ja, man sagt ja, wenn die das so machen und den Kopf auch selbstständig halten könnten, macht er ja. Und so ein bisschen drehen kann, das macht er auch von alleine, ja. Dann kann man ihn schon füttern. Das lässt sich wirklich nur schlecht machen, wenn er halt nicht sitzen kann. Ich freue mich schon auf jeden Fall, wenn er sitzen kann. Es ist nur ein bisschen nervig, wenn er halt mir den Löffel immer wegnehmen möchte. Aber daran muss ich mich wahrscheinlich einfach dran gewöhnen. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal ein bisschen die Küche und dann werde ich etwas frühstücken. Und da müssen wir auch schon los. Ich hoffe, unser Kleines schläft jetzt noch. Mal gucken. Hier. Nicht vor der Jetzt, Kamera. jetzt, naja, es war so klar, dass das nicht vor der Kamera macht. Lecker, lecker. Wir sind draußen mit unserem kleinen Spatzi. Wir haben heute mal das irgendwie provisorisch nach oben gemacht, damit er ein bisschen mehr sieht. Denn es gefällt ihm anscheinend nicht mehr ganz so, wenn das zu ist. Und naja, er hat ein bisschen rumgemeckert, deswegen haben wir jetzt umgedreht. Und jetzt kann er ein bisschen rumgucken. Scheint ihm zu gefallen. Die frische Luft ist schön. Nicht wahr? Wunderbar. Wir haben jetzt die Sitzgarnitur für. Garnitur, sagt man das, ja? Also diese Sitzauflage für den Kinderwagen geholt. Den will ich mal ein bisschen sauber machen. Der hat hier ein paar Fleckchen und. Naja. Der kleine Mann, der. Ja, der liegt da. Hier ist Sitzverkleinerung. eine Sitzverkleinerung drin. Und ich wollte ihn gerne mal da reinlegen, weil das sieht schon sehr danach aus, als ob der jetzt schon da reinpasst. Also ihm gefällt ihm das sowieso nicht so. Nein. So, unser kleiner Spatz, der guckt hier gerade so wunderschön aus seinem Wagen. Wir haben das etwas höher gemacht, haben eine Decke drunter gemacht, damit er ein bisschen höher liegt, weil er sonst nichts sehen würde. Wir haben gerade ein paar Blümchen geholt. Die werden wir dann gleich mal in die Vase machen. Und dann hat er heute schon gegessen und deswegen holen wir jetzt einen Döner. Hast du vorher schon gegessen? Hast du eine Pizza gehabt? Ja. Und ich hätte gerne einen Döner und deswegen ja, dich. Für mich natürlich. Natürlich für mich. Ich wollte mal unseren kleinen Spatzi zeigen, wie der so schön guckt. Der guckt sich richtig alles um. Wir sind gerade alleine spazieren mit Lea. Dann wird erst noch auf Arbeit. Und er hat nächste, also heute ist sein letzter Tag. Nächste Woche hat er Urlaub. Also die nächsten 2 Wochen hat er so einen Urlaub. Und ich habe mir dann so ein paar Sachen überlegt, die wir machen wollen. Er hat ja auch nächste Woche Geburtstag, am Mittwoch, glaube ich. Dienstag? Das ist der dritte. Auf jeden Fall am 3. hat er Geburtstag. Und ja, da wollen wir dann mal schauen, was wir am 3. machen und ob wir vielleicht nochmal wegfahren. Ich wollte schon gerne nochmal wegfahren, aber es war halt sehr kurzfristig, weil wir halt nichts geplant haben. Durch Corona haben wir gedacht, lohnt sich nicht. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Hier geht es ein bisschen steil runter. So, meine Süße kocht. Süße. Ja. Wie gibt's Essen? Ich will eigentlich Flasche geben, aber er spuckt sie. Alles.
Auflauf. Schöne Macaroni Auflauf. Hat gleich Auflauf. Mmh, lecker. Wir werden heute noch einen schönen Erdbeerwein trinken. Und die Blümchen sind noch schön auf Ficken. Ja, was denn? Ja, was denn? Du willst was sagen? Na dann? Jetzt ist die Kamera weg. Jetzt nicht mehr. Sage was. Mhm. Ja. Erzähl. Weiter, wir hören. Ja, da sitzen wir wieder am Ende des Vlogs. Jo. Etienne trinkt fein. Seine letzte Flasche. Hab ihn gerade fertig gemacht, gewaschen, etc. Und wie gesagt, seine letzte Flasche und dann geht er ab ins Bett. Und dann schläft er meistens bis morgen früh um 6. Jetzt ist es fast, also nach 20 Uhr. Ja. Jo. Genau. Morgen bekommen wir Besuch. Mein Bruder wird kommen mit seiner Frau. Mhm. Wollen den Kleinen das erste Mal sehen. Das werdet ihr natürlich erst im nächsten Vlog sehen. Ja, aber wir sind schon am Ende angekommen. Und es ist nicht wirklich viel passiert in dem Vlog. Wir hoffen, euch hat der Vlog trotzdem gefallen. Mhm. Achso, wir haben das gar nicht gefilmt, ne? Wir haben jetzt doch wieder umgestellt. Also doch. Vom, ja, Hammer. Vom Buggy in die Wanne. Weil wir haben die Wanne etwas höher gemacht. Doch, das haben wir gefilmt. Ja. Okay, gut. Ich habe es ja nicht nochmal gesehen. Ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, ne? Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Ja. Mal gucken.